Irgendjemand lügt hier. Aber wer? Ist es der Gangster oder der alte Spanier? Der Maler oder der Kunstkritiker? Ich muss zurück, wegen Navets Rekonstruktion. Was ist mit dem Beweismaterial aus Medowskis Haus? Wirst du es Navet geben? Sollte ich wohl. Und ich kann Lane unter Druck setzen, ihn nach den Herkunftsnachweisen fragen. Gut. Ich esse morgen mit Ronny zu Mittag. Die Story wird langsam heiß. Und ich will auf jeden Fall dranbleiben. Taxi! Einen kurzen Flug später. Okay, Bijous Wohnung, Nikos Wohnung, Galerie, Vera Security. Ich glaube, ich gehe mal zu Vera. Ich war wieder in der Ladenpassage. Ach, guck mal hier. Basam, hi mein Freund, wie geht's dir? Hoffe, alles klar bei dir. Hallo Basam, wie laufen die Geschäfte? Schön, Sie zu sehen, George. Ich muss sagen, das neue Markenzeichen hat die Zielgruppe voll erwischt. Schon was verkauft? Das ist ein Massengeschäft, George. Schauen Sie sich bloß die Gewinnspannen an. Dein Laden ist noch ganz voll. Was haben Sie denn als Schnäppchen anzubieten? Schnäppchen? Ich bevorzuge den Begriff Kaufanreizer. Schauen Sie sich den Laden an. Für jeden etwas dabei und für manche noch mehr. Sonst noch was Neues im Angebot? Ich habe eine Ladung Handycover. Lassen Sie mich raten, Strass und Glitter? Volltreffer. Ja, nee, also es gibt hier coole Handyhüllen, aber das gehört jetzt wirklich nicht dazu. Ich hielt das für relativ zwecklos. Warum denn? Mögen Sie Whisky? Ich fürchte allerdings, das ist eine Billigmarke. Nein. Ja, geschredderter Brief. Das kennen wir ja auch schon. Nochmal über Vera reden. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal hier weg. Danke. So, hier haben wir Stall. Ich schaute mir Bassams Waren genauer an. Schauen Sie sich ruhig um, George. Ich habe mein Angebot aufgestockt und muss sagen, die Umsatzzahlen einiger Waren sind erstaunlich. Gut, also, na, hier waren doch noch Töpfe. Was sind das für Dinger? Öltöpfe. Alle leer. Musikgrußkarten? Die sahen interessant aus. Ein Stapel dieser Glückwunschkarten, die Musik machen, wenn man sie aufklappt. Garnspulen. Spulen und Garn. Die Angebotsvielfalt des Ladens war beeindruckend. Ganz ehrlich, Spulen und Garn kann man eigentlich immer gebrauchen. Achso, ja, das kenne ich ja schon. Ich rede mal kurz mit ihm. George, was kann ich für Sie tun? Ich würde gern Spule und Garn haben. Sie haben ja eine beeindruckende Großkartensammlung. Habe ich billig gekriegt. Eine komplette Sammlung schwedischer Nummer 2-Hits aus den 70er Jahren. Funktionieren alle einwandfrei. Die Nostalgiewelle rollt, George. Und sie wird noch wachsen. Ist da was von ABBA bei? Leider nicht, aber vielleicht mögen Sie ja Cockney Riot oder Charles. Noch nie von gehört, sorry. Harry Lobsters? Ja, die hab ich sogar. Ich hätte gedacht, die waren vor Ihrer Zeit. Ja, können wir die nicht mitnehmen? Sonst noch was Neues im Angebot? Nicht, seit Sie das letzte Mal gefragt. Die könnten doch noch nützlich werden. Na gut. Danke. So, was ist denn jetzt hier mit Vera Security? Das Rolltor bei Vera war wieder zu. Wahrscheinlich hatte die Polizei den Laden leergeräumt. Okay, na gut, ich gehe mal raus und red mal mit dem guten Lane. Galerie. Da war ich also wieder, zurück am Tatort. In der Galerie konnte ich hektische Aktivität erkennen. Das war mit Sicherheit Navet, der die Rekonstruktion vorbereitete. Ich würde aber erstmal kurz gern nach vorne gehen und gucken, ob Lane wieder in dem Café sitzt. Was er nicht tut. Na gut. Dann würde ich sagen, gehe ich mal rein, ne?
Nico und ich waren ziemlich sicher, wer der Mörder war. Jetzt mussten wir nur noch Navette davon überzeugen. Na dann mal los. Inspekteur, ich habe schon versucht, es einzuschalten. Es ist kaputt. Unsinn, Moe. Dieses Gerät besitzt die Kraft von 10 Ermittlern. Aber Ermittler funktionieren immer, Inspekteur. Ich nehme Ihren Pessimismus zur Kenntnis, Moe. So ein Arschloch. Aber haben Sie Vertrauen. Das Gerät analysiert den Tatort, wertet die Daten aus und liefert uns Schlussfolgerungen. Der Standort des zweiten Schützen wird uns kein Rätsel mehr sein. Einen Moment. Wahrhaftig, ein Wunder! Nur im Moment ist es kaputt. Ihr Pessimismus hat das Gerät offensichtlich angesteckt, Moe. Lassen Sie mich mal nachdenken. Ich müsste bloß... Psst! Eh bien, Moe. Jetzt richten Sie die Lasermatrix wieder aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Inspekteur. Gehen Sie beiseite, Moe. Also schauen wir mal. Oszillationsfluxkompensator? Überprüft. Refraktionsspektrometer? Überprüft. Was mache ich jetzt? Ah, Mr. Stobart, Sie sind's nur. Nett, dass Sie endlich auftauchen. Inspektor? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Ach ja, lassen Sie mich das beurteilen. Ich denke, ich weiß, wer der Mörder war. Wirklich? Ja, es war ein Gärtner namens Shears aus London. Faszinierend. Und die gute Nachricht? Wir können uns Ihre Rekonstruktion sparen. Sie belieben zu spaßen, Monsieur Stoppelbart. Das ist kein Spaß. Dieser Shears hat für einen russischen Ex-Gangster gearbeitet. Das Ganze ist ein hochkomplizierter Betrug. Gärtner, KGB, Betrug. Sie sind ein Fantast, Monsieur. Für Fantasie habe ich keine Zeit. Mein Gebiet ist die Reality-Crime-Show, wie ihr Amerikaner sagen würdet. Jetzt bleiben Sie da drüben und stellen Sie nichts an, bis die anderen kommen. Auf wen warten wir denn? Auf Mademoiselle Collard und Pater Simeon. Bitte, ich bin sehr beschäftigt. Ah, Moe, gute Wahl, nur leider falsch. Probieren Sie den roten. Mon Dieu. Also ich bin noch nicht dran. Ah doch, jetzt. Ganz kurz. Das muss einfach sein. So. Okay, ich gehe nur mal rein hier. Mal gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Monsieur Stobart, bitte bleiben Sie im Ausstellungsraum. Ja, ist sehr gut. Ach so, ja, ich hab ja ganz vergessen. Ich wollte ja mit Lane reden, ne? Mit Fettsack Lane. Lane! Stobart? Ja. Komische Maschine, Dingensbummenskirchen. Was ist das für ein Gerät da drüben? Eine Farce. Die haben stundenlang versucht, es zum Laufen zu bringen. Das Ding sieht aus wie aus einem 50er-Jahre-Science-Fiction-Film. Ist es wahrscheinlich auch. Was halten Sie von Navette? Ein aufgeblasener Stümper. Ich habe Besseres zu tun, als hier zu warten, bis die ihr Forensik-Dingsbums zum Laufen bringen. Der einzige Lichtblick ist, dass es Navette noch mehr zu nerven scheint als mich. Da gebe ich ihm ausnahmsweise mal recht. Ich habe gehört, Sie sind derjenige, den man fragen muss, wenn man etwas über die Herkunft des Gemäldes erfahren will. Wegen La Maledictio? Da waren Sie aber richtig fleißig, was, Stobart? Ich will den Herkunftsnachweis sehen. Dann reden Sie mit Bijou. Sie hat sich um alles Geschäftliche in der Galerie gekümmert. Der Herkunftsnachweis liegt im Bürosafe. Sie hat den Schlüssel. Hatte man Lane erstmal in die Enge getrieben, redete er wie ein Wasserfall. Allerdings sah es so aus, als sei Bijou nicht ganz ehrlich zu mir gewesen. Ich sollte sie wohl nochmal besuchen. Ja, aber leider müssen wir jetzt erstmal warten, bis dieses scheiß Kackgerät da funktioniert. Was halten Sie von Moe? Von wem? Dem Polizisten bei Navette. Den halte ich für noch einen Idioten. Wieso das?
Ich glaube, man kann einen Mann danach beurteilen, mit wem er sich abgibt. Das werde ich mir merken, Mr. Lane. Gut, danke. Ja, klar. Inspekteur, ich denke, wir können es einschalten. Ja, Moe, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Tun Sie's. Oh, oh. Moe, was haben Sie getan? Verzeihung, aber ich meine, es waren doch Sie, der sagte... Keine Schuldzuweisungen jetzt. Sie haben das Gerät ruiniert. Mon Dieu. Ach so, ich bin wieder. Ja, lass mich mal ran. Der Versuch, mir das Gerät näher anzusehen, hatte wenig Sinn, während Navette und Moe damit herumhantierten. Leute, lass mich mal ran. Vielleicht kann ich ja was machen. Ich habe schon öfters was repariert, zum Beispiel erst vor kurzem eine Hupe, ne? Inspektor Navette, darf ich Sie ein paar Dinge fragen? Sie müssen warten, Monsieur. Ich bin extrem beschäftigt. Klar, ich kann warten. Nicht. Moe? Verzeihen Sie. Bitte, Monsieur, ich bin etwas beschäftigt. Aber ich kann euch doch helfen. Naja, ob die merken, dass ich rausgehe? Stoppelbart. Monsieur Stoppelbart, Sie gehen nicht weg, bis das ihr beendet ist. Verstanden? Aber ich muss nur... Dies ist eine Tatergangsrekonstruktion. Sie werden bleiben, bis meine Ermittlung abgeschlossen ist. Haben wir uns verstanden? Okay, okay, klar. Alter, dann lasst mich ran. Ich überlegte, ob ich einfach wegrennen sollte, aber dann müsste Moe hinter mir herrennen. Zu grausam. Und ich würde riskieren, dass man gegen mich ermittelt. Zu dumm. Da spielte ich doch lieber mit und brachte die Rekonstruktion möglichst rasch hinter mich. Aber wir kommen hier gerade nicht voran. Kann ich Sie noch was fragen? Wenn's sein muss. Was macht das Ding? Weiß ich genauso wenig wie Sie. Halten Sie Navette für einen guten Ermittler? Der ermittelt etwa so geschickt, wie ich tanze. Sind Sie eine prima Ballerina, Lane? Sehe ich etwa so aus? Naja, zumindest ist er ehrlich. Gibt es sonst noch etwas, das Sie mir verschweigen, Mr. Lane? Hauen Sie ab! Wie er jedes Mal aggressiv wird. Haben Sie Ihre Meinung über Moe schon geändert? Über wen? Moe. Wen? Vergessen Sie's. Gut, danke. Ja, klar. War ja nicht so erfolgreich, ja. Pff. Ich weiß gerade ehrlich gesagt. Ja, wir können ja nichts machen, ne? Ich guck mir nochmal. Ah, La Malediktio-Schild, das habe ich noch gar nicht gesehen, oder? Die Lücke, wo La Malediktio gehangen hatte. Nochmal, na. An der Stelle hat ja. La Malediktio. Ach so, ich kann mir das nur noch angucken, jetzt gar nicht mehr genauer untersuchen, ne? Leute, lass mich doch das Gerät untersuchen. Der Versuch, mir das Gerät... Alter, die nerven mich ein bisschen. Einfach hier mit der Whiskyflasche drüber hauen. Das wäre viel. Ja, ich weiß doch. Inspektor Navette. Jetzt endlich. Läuft's nicht? Woran liegt es denn? Monsieur Stoppelbart, wenn die Pariser Polizei dieses ebenso kostspielige wie komplizierte Gerät nicht zum Laufen bringt, dann bezweifle ich, dass es ein Versicherungsvertreter schafft. Ich bin Versicherungssachverständiger. Tatsächlich, da schlag ich ja lang hin, Monsieur. Tatsächlich? Dabei helfe ich sehr gern noch nach. Pff, genug jetzt. Sie sind weder qualifiziert noch klug genug, ein solches Gerät zu bedienen. Wie wir? Wie war das, Moe? Ich sagte anders als wie wir, Inspekteur. Ich hasse den Spacko, ganz ehrlich, man, wir haben bestimmt schon mehr Fälle aufgeklärt als er selbst. Und dann auch noch so herablassend zu sein, Alter, geht gar nicht klar. Sind Sie schon lange Kripo-Beamter? Lang genug, Monsieur.
Sie haben sicher schon viele Verbrechen aufgeklärt. Mehr als Sie warme Mahlzeiten zu Abend hatten. Nun, ich habe sehr oft warm zu Abend gegessen. Ach ja? Wie oft? Was? Genau wie oft haben Sie warm zu Abend gegessen, Monsieur? Naja, weiß nicht. Paar tausend Mal? Sie beweisen, dass ich recht habe, Monsieur. Präzision und Genauigkeit sind das A und O. Sie sind ein Unikum, ein erstaunlicher Mensch, Inspektor Navette. Schön, dass Sie beeindruckt sind. Ich habe da gerade eine leichte Ironie gehört, aber sonst... Ich meine, wer zieht denn schon sein Abendessen, Mann? Ich war sicher, ich konnte das Gerät zum Laufen bringen. Wenn ich bloß Navette aus dem Weg hätte. Boah, genau sowas meine ich, wie lange das manchmal dauert, bis der redet, ne? Naja, aber gut. Wir werden das erst in der nächsten Folge herausfinden, ob wir das reparieren können und ob wir die beiden hier wegbekommen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, habt noch schöne Weihnachten, ne? Also haut rein, dein Maxl LP.